Begrüße das Gemüse. Willkommen zurück zu FIFA 20 Karriere mit dem TSV Pappberg. Es geht zu Hause gegen LASK Linz. Ja, und wir brauchen wieder einen Sieg. Rapid gegen Rapid hat es nur zu einem Unentschieden gereicht. Oder sagen wir Gott sei Dank. 3:3 waren 2:0 im Rückstand. Führten dann 3:2 und am Ende steht es 3:3. So, Tadic trifft wieder in jedem Spiel. Vielleicht trifft er auch heute. Einige Umstellungen wurden gemacht. Verteidigung und Mittelfeld. Rotter und Aywood vom Start. Klöpfer ins Mittelfeld jetzt gerückt. Dreike Repp links außen. Ostrak wird ZM. Und Heil auf der rechten Seite. Und ja, zu optimistisch. Hätte auch ins irgendwie ins Tor gehen können. Ja, gut verteidigt. Auf Tadic, Tadic. Und 1:0. Rijker Repp. Desabberg. Ja, der Konkurrenzkampf mit Ostrak. Gefällt ihm. 1:0 die Führung gegen Linz. Oh. Oh. Und Zweite mit der Parade. Ja, und es steht 1:1. Oha, so schnell kann es gehen. Das war schlecht verteidigt von Ivo. Ja, da steht Nummer 9 ganz alleine. Klaus. So, Tadic, oh, na okay. Oh, wir haben so langsame Spieler. Na, oh, Charles mit Aussteigen. Hast du das gesehen? So, Gabriel, Ostrak. Ja, kann man auch machen. Oh, nein. Wollte jetzt passen und kommt nicht mehr dazu. Oh. Ah. Das ist kein einfaches Spiel hier. Wow. Zweite. Boah, der war knapp. Boah, keiner hilft ihm. Nein. Ja,
Gut gespielt. Tadic. 2 zu 0. Ja, 2 zu 1. Entschuldigung. 2 zu 1. Tadic Wolle. So muss das. Schöne Flanke von Rekorepas, glaube ich. Wow, hier schöner Wolle. Oder war es klein? Kim war es, glaube ich. Ah, abseits. Ich hab's mir fast gedacht. Wäre zu schön, um wahr zu sein. Ja, diesmal war es abseits. Wer sich erinnert, und wir hatten vor ein paar Folgen das Problem. Es war kein Abseits. Wurde trotzdem nicht gegeben. Also krasse Fehlentscheidung. Haben wir sogar noch nachgesehen. Eindeutig Beweis war da. Kein Abseits. Aber Kiri hat es trotzdem gegeben. Das Abseits. Boah. Wo meine Spieler umlaufen. Alter. Komm, Tadic. Jawohl. 3 zu 1. Alter Verwalter. Boah. Junge, Junge, Junge. Dario Tadic, Stoppelpack, beschlägt wieder zu. Und ist der jetzt? Nein, nicht Stoppelpack. So, Austrag. Komm, schieß aus. Austrag. Wow. Da spielen die Jungs frisch und kommt da. So muss das. Svete hält hier. Boah. Rekorep. Und Tadic. Hattrick. 3 Tore. Für Dario Tadic. 4 zu 1. Die Führung. Ein feuchtfröhliches Offensivspektakel. 4 zu 1 die Führung. Wow. Da haben, glaube ich, die Umstellungen vielleicht etwas geholfen. Oder Linz ist einfach nur schwach. Entweder oder. Naja. Halbzeit. Jetzt müssen wir mal in Hälfte 2 so weiterspielen. Man muss mindestens noch ein Tor fallen. Dann ist die Hälfte, kann man Hälfte 1 bestätigt. Aber leider, wie schon in FIFA 19, spielen wir meistens eigentlich fast immer nur, kann man so sagen. Oder wir hatten in FIFA 19 ein Spiel, wo wir nur 15 Minuten gespielt haben, wirklich gespielt, also keine Chance, und in diesen 15 Minuten haben wir die Tore gemacht und haben das Spiel gewonnen. Wahnsinn.
keine Chance auf nichts und dann drehst du 15 Minuten auf, beschießt 4 Tore waren es, glaube ich, und zack, bumm, aus war's. Wahnsinn. So, Hälfte 2. Wie wird jetzt Linz dagegen halten? Wie werden sie spielen? Auf Konter oder werden sie den jetzigen Spielstil beibehalten? Okay, es geht wieder über links. Wow, heil! Ostrak! Ah, die Stange! Mein Gott! So viel Pech! Nein! Und Tadic kann ja auch nicht im Nachschluss. Schade. Und Abstoß. Puh. Was für eine geile Partie vom Desamberg. Allerdings wird das Linz sehr auf Ballbesitz spielen, wie man nicht schon merkt. Oh, komm, Junge, ja. Ja. Wieder gut sein, aber er kriegt nicht mal Karten. Ja. Ich krieg sofort gelbe Karten, er kriegt nichts. Na, schlechter Pass. Wow, schön gehalten von Svete. Ja, Linz spielt jetzt auf Ballbesitz, der nicht wirklich viel bringt, solange wir die Presse abfangen. Komm, geh mit ihm, geh mit ihm, geh mit ihm. Jawohl, Alcaraz. Fünf Zeit. Wow, ich glaube schon langsam hat sich Ostrak einen Platz in der Startelf verdient. Teamplayer durch und durch. Nö, Heil lassen wir noch drinnen. Ja, das ist Kampfgeist. Und da geht's. Spur zu langsam. So, Wechsel, Doppelwechsel bei Blitz. Oh, wird ja. Komm. So bedrängen, dass ich schon grenzt schon fast an den Foul. Wow, über das Tor. Na, Iwu, was machst du? So, Köpfer. Was machst du, Köpfer? Ja. Nein, jetzt brauchen wir Reikere. Nee, ja. Wow,
Wow, ich hasse diesen. Oh, oh, an die Latte gehämmert. Oh. Und jetzt abseits. Ja. Oh, fast wäre er ins Tor gegangen. Schade. Oh, das ist Freistoßsystem und nicht überhaupt Gottes. Oh, das ist echt. So, Austrag, Austrag, noch immer Austrag. Will hier schießen. Bleibt hängen. So viel Ballbesitz, Fußball. Ja, Lukas Ried, Lukas Ried. Oh. Was ist? Pfeif, Alter. Ich stehe jetzt überhaupt nicht rum, da ist eine Pfeife. Ja, genau. Alter, das ist Pfiffenheiß, da oder? Ah, jawohl! Kanzola! Kanzola! Alles noch da! Tor! Ausla! Sechs zu eins. Was für ein Spiel. Sechs zu eins. Diesmal kann man sagen, Hälfte 1 gespielt und auch in Hälfte 2 gespielt. Genau das wollen wir haben. Ja, Hälfte gespielt und zwar schlecht. Ja, genau. Komm, Spur. Pizza. Jawohl. Gut verteidigt. Von der Nummer 14. Zeit, Sir. Und das war's. Super Arena Kantersieg über Linz. 6 zu 1. 3 Tore Tadic, 2-mal Rep und 1-mal Austrag. Tolles Spiel. So, und wir schauen uns dann noch einmal die Tore an. So, hier das 1-0 Spiel Minute 10. Rakore. Dann leider der schnelle Ausgleich.
Boah, schlecht verteidigt, ja. Und aber dann geht es um. Minute 28. Tadic mit diesem geilen Wolle. Gegangen. Boah. Geiler Wolle. Dann. 8 Minuten später wieder Tadic hier im Zweikampf, setzt sich durch. Bam, unter Bedrängnis. 3:1. Wenn der so weiter spielt. Und dann noch vor Ende der ersten Hälfte. Das 4:1. Hattrick Dario Tadic. Dann geht es weiter, Hälfte Nummer 2, Ostra. Balleroberung und Rakerep. Haut ihn. Arsch. Und zu guter Letzt Thomas Ostra. Mit dem Kopf. Jawohl. 6:1. Der Endstand. Coole Flanke von Lukas Ried und Ostrak. Zack, bumm, da drin ist er. Ja, als Souveräner geht es, glaube ich, nicht. Jetzt bin ich gespannt, was der Trainer dazu sagt. Danke, dass Sie für ein kurzes Statement hier sind, so kurz nach dem Spiel. Dreierparks sind heutzutage eine Seltenheit. Wie haben Sie die Leistung von David gesehen? Sensationell. Entscheiden solche Spiele manchmal im Alleingang. Das war heute der Fall. So. Heute hatten alle mit dem engen Spiel gerechnet. Sie auch. Kein Problem. Es war eher ein leichtes Spiel, so langsam sollte man uns mehr zutrauen. Wir waren unaufhaltsam und der Sieg stand eigentlich blöd. Nach den Sechsen ist verhapert worden, war das am Ende ganz anders ausgehen können. Ja. Wir hätten auch noch deutlicher gewinnen können. Gut. Vielen Dank. Stimmt, ja. Aber perfekt, 3 Punkte im Sack, aber St. Pölten gewinnt weiter. Super, spielt ein Spiel nicht. Meine Kursierten haben mich ein bisschen nervös gemacht. Ich möchte bitten, mir noch einmal schauen. Alter, du bist was? Alter, du hast jetzt einmal nicht in der Stadt gespielt und jammerst jetzt schon, Alter. Alter, echt jetzt. Ich habe jetzt das erste Mal aus der Startelf außer da. Und dann, Alter. Junge! So, Länderspielpause, wie es aussieht. Ja, das letzte Spiel der Hinrunde. Wo können wir uns mal zwischenzeitlich platzieren? Es sieht in der Tabelle, oh, Tadic, vierte, 14 Tore. Puh, Raik Röp mit 6. Wo können wir uns schon mal etablieren? Es ist von... Ja, 1 bis 3 knapp und von 3 bis 6 ist es knapp, bis 7 sogar, 5 Punkte, also da ist noch viel drin
von 9 bis Platz 3 kann in 2 Spielen kann sich das sehr viel drehen. Also mal sehen, wie wir uns gegen den Aufsteiger machen. Können wir Sieg einfahren? So, wir sehen es hier. St. Pölten hatte schon das Spiel Nummer 11. Das heißt, mit einem Sieg. Sie haben aber nur, glaube ich, jetzt da X gespielt. Jawohl. Und mit einem Sieg können wir uns Tabellenplatz 2 in der Hinrunde mal fixieren. Das wäre ganz, ganz wichtig. Ja, wie immer, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo nicht vergessen für mehr Videos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal gegen WSG Tirol. Bis dahin, danke fürs Zusehen. Bussi aus Bauchi, euer Lizinator.